Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher. Hi. Ja, ich hoffe, es funktioniert jetzt alles. Ich habe jetzt wieder alles zurückgestellt. Ich bin wieder ein bisschen skeptischer gegenüber meinen Aufnahmeprogrammen und Setup. Ich hoffe, es ist... ja, ich hoffe, es funktioniert jetzt alles. Hi, auf jeden Fall. Herzlich willkommen wieder zurück zu The Witcher. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir machen, was wir machen müssen. Wir müssen zu den Druiden in den Sümpfen gehen. Wir müssen Salamander abschlachten. Wir müssen die Sephiroth platzieren. Wir müssen in Vysima Ermittlungen anstellen, die uns zu Azar Javed führen sollen. Wir müssen Sephiroth sammeln und den Zeugen befragen. Gut, ich find's nur toll, dass die Mission und die Mission dieselbe ist. Und diese hier. Und die anderen drei auch dieselben sind. Das heißt, wir haben zwei Main Quests, die eigentlich auch nur eine Quest sind, weil es die Main Quests sind. Es ist ein bisschen zu aufwendig strukturiert. Es ist, ja... Gut, Zoltan sitzt da vorne. Du bist sehr schlau, ja? Ich bin glücklich, dass du so schlau bist. Ich habe keine Ahnung warum, aber du bist es. Ja, hi. So, was haben wir denn da? Wieso bin ich... Ach so, ein Flatterer. Natürlich, warum auch nicht? Kann man ja mal machen, so ein Flatterer. Zünden wir den mal an. Das heißt, in Vysima treiben sich des Nachts öfter mal Vampire rum. Finde ich jetzt nicht so toll, aber warum nicht? So, einfach nochmal anzünden. Dann verliert er vielleicht noch ein bisschen mehr Energie. Ich weiß es ja nicht. So. Ist der jetzt dann bald mal down? Ich hoffe. So. Ein bisschen noch. Ein bisschen was kann der noch. Was war das für ein Jump jetzt? Für ein Jump jetzt gerade? Ich habe keine Ahnung. Hielt der aus irgendeinem Grund? Nice. Okay, also der Flatterer war mal ein Flatterer. Wir haben hier Flattererfangzähne und Monstrositätenlymphe. Finde ich gut. Kann man machen. Warum auch nicht? So, ganz kurz. Ganz kurz mal. Was haben wir denn eigentlich für eine Queste aktiviert? Aktive. Was haben wir aktiviert? Diese da, ne? Jo. Und da sollen Salamandra-Typen drin sein, aber ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Das heißt, ich werde mich erstmal dahin begeben. Jo, Tor zum Deich. Das wusste ich bereits, dass wir wieder zum Deich müssen, damit wir in den Sumpf wieder können. Aber Salamandra-Typen... Ja, aber Salamandra-Typen habe ich jetzt hier keine gefunden, wenn ich ehrlich sein soll. Macht aber nichts. Das heißt, wir begeben uns zum Deich, dann fahren wir wieder rüber. Nachdem wir 10-mal bestätigt haben, dass wir den Fährmann auch bezahlen und dass wir dahin wollen. Ich laufe in die falsche Richtung aus irgendeinem Grund. Ach ja, stimmt. Das Tor zum Deich ist ja da hinten. Alter. Ja. So. Ja, genau. Das prasselt fast wie Schläge. Ja, ja. Ja, dann mach die Augen auf. Ich habe keine Ahnung, was die Leute hier alle haben. So, Tor zum Deich. Wir gehen da einfach mal hin und schauen mal, was da los ist. Ich muss mit den Druiden sprechen, um einen Sturm heraufzubeschwören. Und wenn ich das jetzt noch 5-mal wiederhole, dann haue ich mir höchstpersönlich einen in die Fresse. So. Da wäre übrigens auch ein Lagerfeuer und Ertrunkene. Sehr schön, dass es hier auch Ertrunkene gibt. Ich bin begeistert von den Ertrunkenen. Na komm. Na komm, so mal ran, junger Mann. Die sind aber stärker als die in den Sümpfen, wenn du mich fragst. Gott sei Dank fragt mich keiner. Na los, komm schon.
jetzt. Auch schön, dass ich den nicht treffe, obwohl der direkt vor mir steht. So, wenn ich mir die Tasten merke, übrigens für die verschiedenen Kampfstile, dann geht das Umschalten auch ein bisschen leichter. Ist mir nur so nebenbei mal aufgefallen. Hallo? Jetzt. Hier. Da. Kann ich den looten? Jetzt kann ich den looten. Der hatte sogar zwei Ohren dabei. Finde ich sehr toll und auch ein bisschen realistisch sogar. Okay, das heißt, ich muss da jetzt ohnehin rüber, weil des Nachts ist der Fährmann natürlich zu Hause. Bei seinen, ja, liebevollen Kindern weiß ich jetzt nicht. Und bei seiner aufgeweckten Frau. Ich habe keine Ahnung. So, da vorne auf jeden Fall, das Feuer ist ausgegangen. Neue Region, Strand. Okay. So, erstmal mit Igni hier alles niederbrennen. Einfach nur, damit wir hier wunderschön meditieren können auf einem Strohsack. Was ich übrigens auch noch machen könnte, ist mal ganz kurz schauen. Ich kann sonst nichts mehr herstellen, weil ich keinen starken Alkohol mehr habe. Das heißt, ich werde einfach nur meditieren, und zwar 10 Stunden bis eine Stunde nach Sonnenaufgang, damit der Fährmann auch ein bisschen Zeit hat, hier ranzukommen. Und dann werden wir in den Sumpf fahren. Hätte ich sagen. Was haben wir hier eigentlich für einen tollen Strand? Das ist eine eigene Region, das heißt, das muss ein bisschen größer sein, oder? Nö. Wow, diese Region, sie ist so voller Leben und Freude, der Fährmann. Transport services at the best prices. Das macht nichts. Take me to the other side. Times are wasting. Made up your mind? Ja, ich zahle. Ich zahle natürlich. Ich zahle immer. Ready to go? Nein, ich habe dich bezahlt und will noch 3 Tage warten. How many times are you going to ask me that? To the swamp. Richtig, so. Kann ich das abbrechen? Das kann ich abbrechen. Dafür kriegen wir dann einen wunderschönen Ladescreen. So. Und einen Blackscreen, wieder mal. Und noch einen Ladescreen. Weil einer niemals reicht. 2 sind immer besser. So. Gut, das heißt, wir müssen zu den Druiden irgendwie durchdringen. Nein, ich brauche kein Boot. Ich bin gerade erst hier angekommen und zurück teleportiere ich mich. Dann muss ich nichts zahlen dafür. So. Gut, wir begeben uns in diese Richtung, weil die Druiden da drüben sind. Ah, der kann da drüber springen. Okay, gut. Kluger Geralt, guter Geralt, gelenkiger Geralt kann da einfach drüber springen. Wenn du da jetzt einfach geradeaus durchmarschieren würdest, wäre ich dir sehr verbindlich. Natürlich. Wieso spawnen da jetzt noch welche? Na? Den hauen wir auch gleich in die Kniekehle oder so. Ich weiß es gar nicht. Warum treffe ich jetzt nichts? Jetzt treffe ich was. So. Jetzt auf X. Hallo, jetzt hier, schlag den. Schlag den, der ist immer noch da. So. Jetzt ist er weg. Jetzt kann ich den looten. So, ich loote die einfach mal alle. Wenn ich sie finden würde. Da ist noch einer. Ich könnte auch Alt drücken, aber dann habe ich, ehrlich gesagt... Ja. Okay, eh keine Überreste. Gut. Dann schauen wir mal. In diese Richtung hier weiter. Zu den Druiden. Ach, halt die Klappe. Ich verschwinde. Ich lasse dich jetzt einfach mal links liegen. Wobei du eher hinter mir bist und du liegst nicht, du läufst. Ja, das macht aber nichts. Gut. Oh Gott, wie viele Blutsauger sind da bitte? Das ist eine Familie. Die haben hier Grillparty. Was die grillen, will ich nicht wissen, aber die haben eine Grillparty. Definitiv haben die hier eine Grillparty. Und ich frage mich, wo ich die restlichen Sephiroth herbekomme. Wo sind die nur? Wer bist du denn? Kundschafter des Ordens. Hallo. Krieg ich da jetzt eine Cutscene oder was ist da los? Ach so, okay. Nö. Ach, die kenne ich ja schon. Ich war ja hier schon. Natürlich. Vorne steht wieder die Nackte rum.
Irgendwo. Da, an, da hinten ist sie. Huge trees, strange symbols, tamed beasts, even a dryad. This must be the Druid's Grove. Mhm, ich rede mal mit dem Druiden da vorne. What is it? Ich suche einen Knaben, der im Dorf der Ziegelbrenner vermisst wird. Ja. I seek a boy missing from the Brickmaker's village. I've not seen him. The Brickmakers claim you change children into dryads. Fools! Only adults are accepted here. Children would only trouble us. As for dryads, ask them yourself. Farewell. Ja, aber trotzdem, ich will noch mehr mit dir reden. What is it? I can't find Yavin. What happened to him? He left to join other elves in the swamp. Where can I find him? I wouldn't know. Okay, also mit der Dryade. Das heißt, ich muss mir... Habe ich dieses Kleid eigentlich noch? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, dann lade ich mir das halt nochmal runter. Oder ein anderes, ich weiß es gar nicht. Alles wächst, das ist richtig. Windblade. Hallo, nackte Frau. I seek a boy. The Brickmakers claim Druids seized him to transform him into a dryad. Only girls can be dryads. No boys here. Just wanted to make sure. I would show you where young dryads come from, but... Yes? I wish to remain faithful to the Broccolon tradition. We only take in men to procreate and just the strong and agile. We want the girls born of their seed to inherit their father's fortitude. I've been accused of many things, but lack of physical prowess is not among them. I believe you. But the ritual requires a man to prove himself a skilled hunter. Bring me a wolf's pelt. Habe ich einen Wolfspelz? Wolfspelz. You have proved yourself a skilled hunter. Yet one obstacle remains. What's that? Witchers are sterile. We dryads don't acknowledge intimacy without procreation. Intimacy without procreation can be good. How? Ich wäre für die Nummer 2. Sex relieves stress, improving body and mind. We dryads must be vigilant and agile to defend our home. And my body demands love. Would you like to be with me? Yes, for the day. Come. Ja, warum nicht? Schön. Okay, haben wir die auch mitgenommen. Muss ich jetzt mit ihr noch mal reden? Ich weiß es gar nicht. Kann ich dich noch... Where little dryads come from? Na, du hast mir das gezeigt, ne? Okay, ich kann gar nicht mit ihr reden. Gut. Kreis der unerwünschten Macht. Da habe ich Irden hier, ne? Gut, noch einen Druiden ansprechen hier. Best wander around the swamp in daylight. There are fewer monsters when the sun shines. Okay. The Hierophant searches for new druid candidates. Ja. The circle of power renders the soil fertile. Ja, das ist in Ordnung, aber ich will... Disease supposedly consumes the city. Alas, the walls of civilization. Ja, okay. Ich will aber trotzdem noch mit älterer Druide. Der kann mir bestimmt was erzählen. What is it? Hier. You druids control nature's forces, right? No, we cannot. Rather, we live by its rhythms. You train wild animals, and you can stir up a storm? No, I mean yes, but not by force. Well, I need a tempest with thunder and lightning. Can you create one? I can, but as I said... I'll pay. Call it a donation toward the prevention of further devastation of the environment. 500 orans. That's too much. Things are getting more expensive, and we have to live somehow. Ich komm wieder. I'll come back when you change your mind. Okay, gut. Das heißt, der ältere Druide macht mir dieses Angebot. What is it? Gut, sind das nicht Wyvern? Aren't those wyverns? Wyverns indeed. How did you master them? Tamed them through hard work. I guarantee they're not drugged or their wings clipped. See for yourself. Any accidents?
Only the fool who tried to brush a wyvern's teeth. I see. Any other questions? Nein, momentan nicht. Farewell. So, okay. Na dann. Da hinten steht übrigens... Okay. Da hinten steht übrigens ein Kessel. Was ist in dem Kessel drin? Habe ich mir den Kessel schon angesehen? Na, nichts. I wish to return. Im Kessel ist nicht wirklich was drin. Okay. Wyvern. Wolf. Nix. Okay, gut. Kann mit denen nicht reden. Ich kann mit denen nichts anfangen, also verpisse ich mich wieder. Der Sturm kostet 500 Ohrens. Ich habe 1900. Um weiterzukommen, muss ich das bezahlen, ne? Gut, das müsste der da hinten gewesen sein. Dann gebe ich dem halt sein Geld und, What is it? Dann kriegen wir einen Sturm. Ja. You druids. No, we. You tra- no. Well, I might help if that's too much. Ja. 500 it is. Come back when you're ready. Gut. Ich bin eigentlich fertig, hoffe ich. Farewell. Gut. F5 und ansprechen. What is it? Storm still 500 orans? And not an oran less. Mother Nature maintaining her margins? Don't make light of the sacred. Okay, leb wohl. Farewell. Muss ich nicht zuerst noch die Stange dort platzieren? Oder mache ich das erst später? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal zu denen dahin, weil die muss ich ihm ja irgendwie hinten reinschieben oder so. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas muss ich mit der Stange machen. Und wenn der Blitz dann dort einschlägt, dann erwacht er zum Leben. Wobei, ich kann den Sturm auch jetzt schon heraufbeschwören. Weißt du was, das mache ich einfach mal. Ich hab gespeichert. Krähenauge gibt's ja auch. Was es nicht alles gibt. So. Ja gut, gehen wir halt durchs Tor durch. Warum auch nicht? Ist rundherum offen, steht nur an einer Seite steht ein Tor und das war's. Und statt dass er irgendwo reingeht, geht er natürlich den langen Weg rundherum durchs Tor. Naja. Okay, warum nicht? What is it? Ja, ich will jetzt. Here's 500 orans. I await my storm. It's no easy feat. I'm no common mage. Harnessing storms with absurd stone posts? Ja, was für Säulen? What posts? Anyone magical can activate the three stone posts at the Golem burial ground. They attract lightning. Maybe I can use the posts to wake the Golem. Fortunately, that creature stands beyond the posts' range. Experimenting with nature's forces can only bring misfortune. How are the posts activated? Touch them while intending to attract a storm. But danger abounds. A careless instant can cost your life. I'll be careful. Farewell. I know your intention, Witcher, and I would prepare. Imbibe some of those potions, for you'll need them. A Witcher without potions is half a Witcher druid. Okay. Ich muss dem Golem den Blitzableiter in die Hand legen. Gut, kann ich von dem alten Mann was kaufen? Hat der vielleicht zufälligerweise Schnaps bei sich? What is it? Ja, hier. Hast du Schnaps bei dir? Alraunentinktur. Nehme ich. Pflaumentinktur, alle. Und Honigwabe. Na gut, das ist jetzt nicht so. Hieraus kann ich... weiße Möwe machen, oder wie auch immer das Ding heißt. So, dann muss ich darüber ins Lager von den Typen. Die haben nämlich ein Lagerfeuer, das kann ich mir anzünden und da kann ich dann meditieren und mir Tränke zubereiten. Das mache ich auch erstmal. Und zwar mache ich mir einfach mal ein paar Schwalben. So, ich hoffe, Siegfried, war das Siegfried? Siegfried, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Sehr gut. Die stört das nicht, dass ich die mit der Flamme des ewigen Feuers Rosendingens umgebe. Das ist denen ehrlich gesagt egal. So, weiße Möwe. Ja, würde ich schon sagen, ne? Das ist hier das, wo war's denn?
Hier. Das da. Peperovka. Viermal. Zwei. Drei. Vier. Und jetzt Schwalben. Ich kann keine Schwalbe mehr herstellen.